Räume der Gewalt, dass sich nicht auf Russland beschränkt, sondern streift durch Zeiten und Räume, aber eben auch sowjetische Räume. Ich bin erstmal ganz unromantisch und gehe an die Sachen sehr nüchtern heran. Als der Begriff des Russlandverstehers aufkam, habe ich mir erstmal gedacht, wer hat sich diesen Unsinn ausgedacht? Wenn man nach dem ersten Irakkrieg gesagt hätte, dass jemand die Position der USA verteidigt, ein USA-Versteher sei, hätten alle gesagt, was ist das, was soll das sein? Also ein ziemlicher Unsinn. Im Grunde ist der Russlandversteher einer, der vom Diskurs ausgeschlossen werden soll. Das war da, so war es intendiert. Als Historiker bin ich aber darauf angewiesen, dass ich mich mit meinem Gegenstand auseinandersetze, und zwar nüchtern. Und ich muss, selbst wenn ich genauso wie Sie beide das Putin-System ablehne, nämlich zu den Werten bekenne, die für uns hier maßgebend sind, muss ich ja dennoch als Historiker mich meinem Gegenstand mit Verständnis, mit Verstehen, mit dem bemühten Verstehen nähern. Das heißt, ich muss versuchen, mir einen Reim darauf zu machen, warum Menschen autoritäre Ordnungen, liberalen Ordnungen vorziehen. Warum tun sie das? Ja, damit mache ich mich nicht mit dieser Position gemein, sondern ich versuche zu erklären, warum es anders ist. Und jemand, der seinen Gegenstand versteht, hat als Historiker seinen Job richtig gemacht. Es ist nicht meine Aufgabe, über die Toten zu richten und über Putin moralische Urteile auszusprechen. Das kann ich als politischer Bürger tun, aber als Historiker habe ich zunächst mal die Aufgabe zu verstehen, was passiert da eigentlich.